Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Planet Zoo. Und jetzt haben wir endlich genug Platz. Wir haben genug Kletterzeug gebaut. Und das ist wunderbar. So, jetzt können wir auch... Also die Besucher sehen hier ja überhaupt nichts. Und ich würde sagen... Also entweder... Wir erhöhen die Plattform. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber das geht. Ich schau mal, ob das geht. Andere Idee. Wir gehen hier hoch. Oder wir machen hier alles aus Glas. Das geht natürlich auch. Wir können hier natürlich Einwegspiegel machen. Nicht erklimmbar. Einwegspiegel. Die sind ja zwar richtig teuer. Aber erstens, sie sind nicht erklimmbar. Und zweitens, ich habe gerade sehr viel Geld. Oh, gerade hat es ruckelt. Gott, sparen. So. Und jetzt machen wir nämlich was ist los? Ein Weg. Und zwar... So. Hier entlang. Gelände. Ja, was bist du denn auch für einer? Was bist du? Was bist du? Was ist das? Wieso bekomme ich das nicht weg? Wieso ruckelt es gerade so? Ich will das weghaben. Ich kann das gerade hier nicht wegmachen. Wieso nicht? Hier ist so ein fetter Fels. So, oder so eine Spitze. Das ist ja echt. Echt seltsam. Gut, was mache ich da jetzt? Von dem Weg kann ich da ja jetzt irgendwie nicht bauen. Ist uneben. Ja, dann mach's halt eben. Warte mal. Ich kann doch auch. Warte, wie ging das? Hier Tunnel, Oberfläche, abflachen. Kann er auch nicht selbst machen. Weg mit Geländer, Barriere, Bordstein. Ha. Ja, hey, jetzt noch nicht.
bin echt überfordert. Warte, der da kommt, der kann ja. Ja, keine Ahnung. Hier auf dem Felsen drauf. Was soll's? So, aber diese Spitze hier. Ich kann ja auch den Weg jetzt nicht einfach. Weg da. Ich kann den Weg ja jetzt auch nicht einfach. Wieso kann ich den nicht. Ich verstehe es nicht. Raster aus. Tunnel. Okay, außenrum geht's, glaube ich. Werde ich nicht gehen. Oder ich gehe hier hoch und mache hier eine Runde. Das könnte ich auch machen, wenn ich es wenn ich's schaffe. Auch wenn ich nicht weiß wie. Werde ich mal. Wie ging das? Aber. Aber ich will doch mit Kurve und so. Nee. Irgendwie ruckelt es gerade stark, sorry. Dafür eigentlich. Eigentlich sollte man. Nein. Sollte mein PC das locker schaffen. So, dann. Wie mache ich jetzt die Schlaufe? Am besten mit 3 Meter. Und jetzt 2 Meter. Und jetzt runter. Oh nein, da ist ein Zaun. Wieso ist da ein Zaun? Hä? Wieso ist da ein Zaun? Nein, das habe ich nicht gesagt. Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Und zu lange in der Transportbox. Ja, du sollst sie ja nicht immer aussperren oder einsperren oder so. Das ist Bullcrap, was du gerade warst.
Ah, jetzt halt, jetzt halt. Ich weiß nicht, was ich geändert habe. Gut, dann machen wir hier Gehege. Oder war das Barriere? Einrichtung. Hier, genau. Vivarien. Ich will aber nicht Vivarien, ich will... wieso Vivarien? Ich will doch keine Vivarien. Okay, also erstmal Mülleimer. So, hier auch Mülleimer. Hier auch Mülleimer. Dann da oben. Damit die ihr Müll nicht in das Gehege schmeißen. Und dann mache ich hier oben auch Bänke. Weil es gibt sicher alte Menschen, hier im Schatten auch, die eine Pause brauchen. So, und dann Gästeeinrichtung, Kleinvivarien. Transport einschienen, Alter. Futter. Nee, Futter haben die ja genug, ne? Ja. Lebensqualität, Beschäftigung könnte noch ein bisschen hochgehen. Okay. Naturbau. Ich will keine Vivarien machen. Ich will... Nee, warte mal. Wo war das jetzt? Hier irgendwo. Wo sind hier die Infotafeln? Hier gibt's gar keine, oder? Spenden. Warte, Einrichtung. Wo waren die Spenden? Gästeeinrichtung wahrscheinlich? Nee, doch. Hier, Spende. Gut, also. Spendenbüchse. Einmal hier zum Rausgehen, einmal hier zum Rausgehen. Irgendwie gerade hackt es ein bisschen. Da tummeln sich die meisten. Merchandise. Transportding, Beobachtungsgerät und... Schimpanse.
Schimpanse. Schimpanse. Dann hier unten gibt es nochmal Schimpansen. Einmal hier. Einmal hier. Komm. Kein Strom. Schimpanse. Und wo ist der nächste Schimpanse? Da. Schimpanse. Kein Strom, kein Strom. Ja, die hier oben haben Strom, oder? Oh. Ich sehe die Schimpansen nicht mehr. Da. Ja doch, die haben... Genau. Aber die da drüben haben halt keinen Strom mehr. So, Einrichtung, nicht Baupläne, Einrichtung hier. Richtung Sonne natürlich. Durch was? Durch Wasserfläche blockiert. Was für eine Wasserfläche. Oh, da ist Wasser. Jetzt hat der dann auch Strom. Nee, kein Strom. Der hat Strom. Ja, der hat halt keinen Strom. Aber an sich, also es ist ja so, dass die das stört die ja, wenn da irgendwie so sowas ist, aber so Solar dürfte eigentlich niemand stören, oder? So, hier ist das da, dann der wird auch ein bisschen retuschiert. Ja, das bringt sicher. So, gut. Wieso ruckelt das gerade so? Weiß ich gerade echt nicht. Sorry dafür. Oh. Oh. Die sehen da gar nichts. Wahrscheinlich habt ihr das alles schon längst gemerkt. Gut, also. Naja. Ja, die Affen konnten die Menschen anschauen und nicht andersrum. So. Jetzt hat aber gut. Und die werden immer eingesperrt. Ich verstehe es nicht. Da waren jetzt eins, zwei, drei Affen drin. Wieso? Wieso werden die immer eingesperrt? Ah, Mann. Soziale Gruppe. Okay, also. Ja, auf jeden Fall ist das Affengehege erstmal voll.
Und ja. Ich glaube, es passt. So, gut. Also, das war das. Alter, was ist denn hier los? Achso. Wie geht's denen eigentlich? Soziale Gruppe. Zu wenig Jungtiere und erwachsene Tiere in der sozialen Gruppe des Tiers. Dann holen wir uns doch mal neue Nilpferde, ne? Nilpferde. Oh, hier gibt's zwei. Aber die holen wir uns erst später. So, Flussnilpferd. Aufnehmen. Und aufnehmen. So, ich weiß halt auch nicht, inwiefern die also quasi, ob sie lieber mehr Weibchen haben oder mehr Männchen. Kann ich hier ja nachschauen. Jetzt ein großes Säugetier, das ein flüssende Super Afrika zu Hause ist. Ein Flusswehr, leben vor allem nämlich im Wasser und haben lange Zähne. Der Flusswehr sind vielen Bedrohungen ausgesetzt. Dadurch sind genau, sozial in Gruppengröße 3 bis 30 bis zu ein Männchen. Oh, bis zu 29 Weibchen, okay. Gruppengröße, partnerlose Männchen 3 und partnerlose Männchen bis 30. Männliche Dominanz. Okay, alles klar. Alter, bis 51 Jahre lang. Krass, die werden ja übelst alt. Voll gut. Depp, Tiere. Nilpferde hier. So, und nochmal dasselbe mit dem anderen Weibchen. Nur Bese. Okay, interessant. So. Werden beide jetzt verlegt, ne? Müsste eigentlich. Gut. Spieler auf Besuch. Wieso besuchen mich gerade so viele Spieler? Was ist da los? Geht zu euren eigenen. So, gut. Ich würde sagen, jetzt hauen wir hier noch was hin. Weil hier ist ja schon eine Besucherecke. So, was holen wir uns jetzt hier? Ich würde sagen, also Cutter gibt es zuhauf, aber die roten Yari. Rote Yari. Lebenserwartung, Partner vergleichen, Zoopedia. Warte, minimale, also ist 200 Quadratmeter, Wasseranforderungen brauchen die gar nicht, Kletteranforderungen brauchen sie viele und 10 bis 40 Grad, 3 bis 30, ein Männchen und ganz viele, das sind alles so Harems, okay, warte, ich, oh Mann, Entschuldigung. Ich muss nochmal nachschauen. Aber das machen wir in der nächsten Runde. Also hier, das da, werden wir dann, ja. Ah, jetzt weiß ich, warum hier ein Gitter ist, weil das Gehege von denen ist. Ja, krass. Geht's denen jetzt besser? Platz. Wollen die mich verarschen? Soziale Gruppe ist gut, aber jetzt ist Platz zu klein oder was?
Aber Platz können wir denen nicht mehr geben, oder? Also wir können den Platz halt hier erweitern, aber dann können wir hier keine. Oh Gott. Okay, dann machen wir da. Dann können wir da ja noch ein Gehege rein platzieren, machen. Okay. Was ist denn der Wärtereingang? Ah, da. Oh. Gut versteckt. Voll gut. Gut versteckt ist gut. Okay, jetzt ist die Frage. Nee, wie gesagt, das machen wir jetzt die nächste Runde. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye. Sie so war kein Zinner.